Die White Lady wollte mich ja gerade besuchen, samt ihrer Fahrerin. Die hat mich gerade angerufen, sie ist hängen geblieben. Mitten während der Fahrt zu mir ist das Motorrad stehen geblieben mit blinkendem ABS-Licht. Also es klingt ganz, ganz, ganz nach einem Lichtmaschinendefekt. Ja, ich fahre jetzt also mit dem Auto hin und will mal gucken, was ich da troubleshooten kann. Willkommen bei Zams Channel. Ich habe also mal zwei Batterien. Ich weiß nicht, wie voll sie sind, aber ich hoffe, sie sind halbwegs voll. Und ein bisschen Werkzeug eingepackt. Sollte langen, um bei der CBF1000 die Batterie auszutauschen, dieses Werkzeug. Außerdem habe ich noch mein Starthilfekoffer dabei. Das ist dieses Ding, das zeige ich nachher vielleicht, wenn ich es benötige. Oh ja, die White Lady, da steht sie. Ja, es ist warm hier draußen. Christiane steht zwar im Schatten, aber na gut. Und es gibt Kuchen, das ist toll. Ja, den Kuchen. Ja. Ja. Und es blinkt, blinkt, blinkt. Guck hier, blinkt. Oh, was hast du denn da? Ja, ich habe mich hier ausgestattet. Ein Notfallstern? Ein Notfallstern, der blinkt. Und ich habe eine Notfallweste und einen Notfallhaube. Ja, das habe ich schon gesehen. Ja, ja. Toll. Voll ausgerüstet. Jetzt müssen wir nur die Maschine ein bisschen vom Straßenrand wegschaffen, damit ich auf die Lichtmaschine dran komme. Wir machen das. Das heißt, alles. Nee, an die Batterie. Es blinkt. Aber ich mache das dann schon. Blinkt. Das kriegst du noch raus. So, jetzt. Die Batterie ist also völlig leer. Natürlich, wenn die Lichtmaschine kaputt ist, ist es klar. Ich maß erstmal die Batterie raus. Man fängt mit dem Minuspol an, weil wenn man dann Kurzschluss macht gegen das Gehäuse, ist der Minuspol schon mal weg und es gibt eben keinen Kurzschluss mehr. Die Frage kommt ja auch immer wieder. So. Das haben wir auch gleich. Ich habe zwei Batterien mitgebracht. Ich weiß natürlich nicht, wie voll die sind. Das ist das Dumme. Aber eines von der Blue Lady, die ist zumindest letztes Mal noch gut gefahren, als sie noch fuhr. Also schauen wir einfach mal. So, neue Batterie ist drin, ist die von der Blue Lady. Mal gucken. Ich will aber zur Starthilfe will ich auf jeden Fall noch einen Akku parallel schalten, damit der Strom. Ja, wir brauchen ja dann jeden bisschen Strom für die 5 Kilometer, die sie jetzt noch vor sich hat. Deshalb schalte ich jetzt den anderen Akku parallel. So, dieses Teil kann also ein Motorrad starten, kann auch ein Auto starten. Im Zweifelsfall kann es alles starten. Ist voll geladen und ich hoffe jetzt, dass wir es damit ankriegen und möglichst wenig Strom vergeuden von der Batterie. So. Und so. Und los geht's. So, versuchen wir es mal. So, jetzt los mit dir, bevor die Batterie wieder leer wird. Ja, überholt. Ja, wir kommen gleich nach. Wer hätte gedacht, dass es heute noch zu einem Blue Lady, White Lady Treffen kommt? Sehr cool. Sehr cool. Ja, wir haben es geschafft. Glücklicherweise mit der Batterie von der Blue Lady hat es die White Lady, also bis zu mir geschafft. Prima. Ja, jetzt hat sich so ergeben, dass ich heute noch die Lichtmaschine von der Blue Lady ausbaue, weil die White Lady sie braucht. Toll, ne? Was es nicht alles gibt. Eigentlich wollte ich damit noch ein paar Tage warten, aber egal. Jetzt wird die Lichtmaschine gebraucht. Sie ist ja noch in Ordnung. Die Blue Lady kriegt eine neue, eine, die nicht mehr kaputt geht. Und diese hier wird in der White Lady noch zu Ende gefahren, bis sie kaputt ist. Und damit geht das für die White Lady kostenneutral raus. Das ist toll. Ich hätte das Ding sowieso nur übrig gehabt. Also jetzt hat sie wenigstens einen Abnehmer. So, ich stelle dir die Pfanne unter, wegen ein paar Tropfen Öl, die gleich kommen. Elektrischen Anschluss habe ich schon abgemacht. Ja, die wehren sich immer gerne. Jetzt nicht mehr. Wenn sie schon mal angefangen haben zu tropfen, ist normalerweise alles okay. Dann muss man nur noch den Magneten überwinden. Das ist auch schon schwer genug. Lecco mio. Der hat aber wieder gehangen hier. Dieser Rotor, nein, Stator natürlich. Dieses Spulenpaket sieht noch relativ gut aus. Der Abgang der
Der Spulen ist hier. Das ist noch nicht schwarz. Wir sehen es gleich nochmal im Vergleich zur White Lady. Dass es hier ein bisschen dunkler ist. Das ist also keine verschmorte Spule, sondern das ist ganz einfach so. Ist auch hier, wo nicht der Abgang von den Dingern ist, auch ein bisschen dunkler. Also ist alles völlig normal. Alles völlig gut. Diese Lichtmaschine ist in Ordnung. Und die kann noch eine Runde in der White Lady drehen. Aber um dich kümmere ich mich später, um ihn hier. Da bin ich ja schon mal gescheitert an so einem Rotor. Aber diesmal nicht, habe ich mir fest vorgenommen. Die Blue Lady bekommt jetzt erstmal hier was reingestopft. Die muss erstmal von der Bühne runter, damit sie mir hier nicht alles volltröppelt. Während ich das Ganze mache, lädt natürlich die Originalbatterie der White Lady. Mal gucken, ob sie überlebt hat. Ich hoffe doch, aber sie wird natürlich noch eine Zeit lang brauchen, bis sie wieder startbereit ist. Aber im Zweifelsfalle geht sie nachher mit Starthilfe durch mein Powerpack wieder auf die Straße und mit der funktionierenden Lichtmaschine lädt sie dann während der Fahrt ja weiter. Das ist ja alles kein Thema. Kopflastiges Teil mit Topkiste. Blue Lady hat eine Pfanne gekriegt, damit sie ein bisschen tropfen kann. Tut sie natürlich auch. Die White Lady muss natürlich ihr Topcase hergeben und ihre ganze Halterung, weil ich muss ja dieses Ding hier, diese komplette Halterung rausmachen. Wenn ich diese Schrauben hier schon wieder sehe, dann könnte ich dieses Motorrad gleich wieder da behalten. Für Wochen und General überholen. Guckt euch das an. Das ist doch unglaublich. Das ist doch kaum auszuhalten. Da kommt der Rost aus den Löchern raus. Dabei ist dieses Motorrad wirklich gepflegt. Das ist relativ sauber. Das ist 21.000 Kilometer gelaufen, nebenbei bemerkt. Und dann sowas. Ich kann mir immer nicht helfen, aber ich denke mir, die ist okay. Wenn sowas passiert, hat doch irgendjemand einen Fehler gemacht, oder? Na, dann schauen wir mal, wie der Rest so aussieht. Auf der Seite hier scheint es genauso zu sein. Das ist ein Ding hier, echt. Ich fasse es nicht. Na, da sind noch die Kofferträger unten drunter. Die hier kann man auch rausnehmen. Es sind auf beiden Seiten nur die vorderen Schrauben, die so schlimm aussehen. Und das ist auch festgerostet. Das, was man hier sieht, ist jetzt schon Rahmen und Rost. Eigentlich müsste die Sitzbank auch runter, aber es geht auch so. Ja. Ah, Bedienungsanleitung. Warnweste. Keine Ahnung, wo es noch klemmt. Ist ja auch egal. Der Platz genügt mir eigentlich. So, hoch. Der Stecker ging aber leicht ab. Ich habe den Entriegelungsmechanismus gar nicht betätigt. Jetzt bin ich gespannt, ob die Lichtmaschine wirklich kaputt war oder ob der Stecker nur ab war. Das wäre ja ein Ding. Das ist aber blöd mit dem Stürzbügel da an dieser Stelle. Da komme ich ja gar nicht. Da komme ich ja gar nicht hin. Von unten geht's. Von unten geht's. Interessant, dass
helle Öl ist von der Blue Lady. Die hat ja gerade das Ölwechsel bekommen gehabt, bevor sie in meinen Besitz überging. Und das andere Öl ist von der White Lady. Oh ja. Das war nicht der Stecker. Es stinkt, wie es immer stinkt, wenn eine Lichtmaschine abgebrannt ist. Und es sieht so aus, wie es immer aussieht, wenn eine Lichtmaschine abgebrannt ist. Aber das kennt ihr ja schon aus vielen Fotos und Filmen. Ist ja oftmals dokumentiert. Diesmal ist es diese Spule. Und ja. Okay, brauchen wir nichts mehr zu sagen. Ich mache jetzt mal die Dichtfläche ein bisschen sauber. Und dann kriegt sie einfach den Deckel der Blue Lady verpasst. Mitsamt dem Spulensatz, samt dem Stator. Ich tausche das jetzt nicht im Deckel um, das macht ja keinen Sinn. Die Deckel sind gleichwertig und unbeschädigt alle. Und dann muss ich nur den Kabelabgang neu abdichten, wenn ich den Deckel jetzt tausche. Also wenn ich das Spulenpaket im Deckel austauschen würde, das ist ja Quark. Das tue ich nicht, ich tue den Deckel mittauschen einfach. So, das sieht wieder schön aus, aber die Deckelseite muss natürlich auch noch gecleant werden. Christiane putzt ihre Schrauben. Sehr cool. So, die Blutspur ist gelegt, jetzt kommt sie wieder drauf. So, jetzt geht es wieder darum, die Pins zu treffen. Die Pins und zack. Das war's schon. Der Magnet erledigt den Rest. Freundlicherweise. Was meinst du? Mopedschlüssel sind eine Maschine. Die kriegen 10. Was einem sehr wenig vorkommt, man würde es intuitiv deutlich fester schrauben. Kann jetzt noch ein bisschen das überflüssige Dirko-Zeug wegputzen, weil es nicht so besonders hübsch, weil es rot ist. So, jetzt muss nur noch das Kabel wieder durch, hinterm Wasserschlauch entlang. Dann hoffen wir mal, dass dieser Quick-Fix ein bisschen hält, ein bisschen lange hält. Und dann in den Sticker. Der ist eingerastet diesmal, richtig wie es gehört. Wunderbar. Die White Lady hat eine neue, alte Lima von der Blue Lady bekommen. So kann es gehen. Ich entroste hier mal ein bisschen. Man muss sie nur in eine Steckdose stecken, blödes Teil. Aber da steckt halt das Ladegerät. Ja, nicht so schön die Stellen hier. Aber für eine Komplettreinigung ist es leider auch keine Zeit. Hier, das ist natürlich jetzt grenzwertig. Für das gute Gefühl, wenigstens was getan zu haben, entroste ich es ein bisschen mit dem Messingbürstchen. So, der Rost ist weg. Christiane, was sagst du jetzt? Der Rost ist weg. Ja. Jetzt gibt es noch ein bisschen Fett hier auf diese berühmte Bürste und das geht hier dann da rein. Ja, das sollte von Haus aus gemacht werden. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht, wenn man das von Haus aus machen würde. Aber du merkst, dass es kein Verlass ist. Na ja, Gott. Jedes Mal, wenn man, egal wo man ist, so ein Ding auseinanderschraubt, soll man trocken drauf, oder? Ja. Ist ja auch die Erhaltung. Ich mache immer überall ein bisschen Fett drauf, dann ist ganz einfach. Man soll halt Fett nicht auf die Gewinde machen. Das heißt, manchmal muss Öl drauf, in Motoren meistens halt, aber ansonsten soll man Fett nicht auf die Gewinde machen. Zum Beispiel beim Hinterrad kommt Fett nicht in die Gewinde.
damit das mit dem Drehmoment stimmt. Man muss halt immer auf die Hersteller. Ach so, ach so, ja, doch. So. Wenn du jetzt ein Fett auf dem Gewinde hast, beispielsweise in der Hinterachse, ja, da hat das ein anderes Drehmoment, als wenn du kein Fett drauf hast. Das rutscht dir weg, rutscht dir durch und dann musst du einen anderen Anzug haben. Ne? Ja, ja, im, okay. Prinzip ist es so, ja. Im Prinzip ist es so. Aber hier bei solchen Sachen, da kann Fett eigentlich nichts schaden. Hm. Da ist jetzt mein Lappen abgeblieben, da hinten. Wenn man das halt am Anfang, von Anfang an macht, dann geht das halt genauso sauber, wie das am Anfang an war, geht das dann wieder auseinander. So. Genau. Spielkind. Für die leuchtenden Momente. Spielkind. Ja, Sicherheit ist wichtig. Naja. Hm? Aus und ruh. Sogar die Plastiklöcher sind rostig hier. Das geht auch gar nicht. Jetzt ist schon okay. Jetzt ist das schon okay. Jetzt müssen wir auch die Schrauben wieder drauf tun. Die habe ich hier auf den Tank gelegt. Sehen. Bewegt mal das Schloss ein bisschen. Jetzt nehmen wir nochmal den Schlüssel. Genau. Ein bisschen Fett an die beweglichen Stellen machen. So. Ja. Mir hat sich gerade die Frage gestellt, ob diese Schlüssel-Dingsbums, dieser Schließschlitz mittig sein sollte oder ob der so. Das ist normal. Das, das ist so. Das ist okay. Mittig, ne? Das ist gut. Der ist nicht richtig, der, das war das mit dem Bild schief und nicht schief. Kommen da auch immer die Messen drauf und die Messpapier, das sind ja dann. Hier hinten kommt nichts drauf, die Schrauben sind breit genug und die Hülsen, ja, die. Das müssen wir noch sauber machen, diese Dinger da jetzt gleich. Und zwar, wie du siehst, die Hülsen, die da drin stecken, die du da siehst, genau, ja, die silbernen Hülsen, ja, die sind verpilzt. Aber der, die ist richtig verpilzt. Die gehen natürlich auch nicht raus. Die sind festgerostet in der Stange. Nein! Was ist, wie kriegen wir? Ja klar, wir müssen ja kriegen. Wir bauen doch nichts Dreckiges zusammen. Oh, ja, 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 ja. Du zuppelst dich halt. Nein, nein, nein. Das ist. Tsch. Weißt du was? Ich tue das kurz den Schraubstock anspannen. So, die White Lady hat eine neue Lichtmaschine, alles ist wieder zu, alles ist wieder zusammen, die Schrauben sind restauriert, neue Gewinde geschnitten zum Teil, war nötig. Schlimm sah es aus, ihr habt es ja gesehen. Ja, aber eigentlich ist sie wegen was ganz anderem hier, oder wollte sie wegen was anderem kommen, nämlich eigentlich wollte ich mal die vorderen Bremsbeläge anschauen, das mache ich gerade nochmal schnell. Ja, man kann es also sehen, das ist hier die Nicht-CBS-Seite, die hat noch ein bisschen mehr, die CBS-Seite hat natürlich ein bisschen weniger, aber man kann es trotzdem ganz gut sehen, da ist noch genug drauf. Die neuen Bremsbeläge der White Lady liegen schon seit einer Zeit lang hier, sind also im Prinzip einsatzbereit, aber noch brauchen wir sie nicht. Das ist gut. So, jetzt kommt das Topcase wieder drauf. Und da unten darfst du noch ein bisschen laden und wir werden uns jetzt noch einen kleinen Kaffee genehmigen auf der Terrasse und dann haben wir es geschafft. Tja, Blue Lady und White Lady im Wechsel. War so nicht geplant, aber hat ganz gut geklappt. Und ja, der Film war ein bisschen schneller fertig, als ich eigentlich gedacht habe. Es waren ja schon fast zwei Filme heute, aber na schön. Glück gehabt. Bis dann bei Sam's Channel. Tschüss.